Hallo, da ist der Fabio Vlog Nummer 2. Wie ich gestern erzählt habe, bin ich heute bei meinem Arzt gewesen, um eben Medikamente bekommen für die Rauchentwöhnung. Und ich habe das Medikament bekommen. Das heisst Champix, wie Champignon. Und die werde ich jetzt nehmen. Warte mal. Sind da der blaue Teil, sieht man, dass ich die ersten 3 Tage am Abend keine nehmen sollte und nachher am Abend ebenfalls eine. Und nachher in der zweiten Woche ein ganzes Milligramm, vorher ein halbes Milligramm, genau. Und weil ich die eigentlich spät bekommen habe, weil man eigentlich die mindestens eine Woche vorher nehmen sollte, habe ich jetzt noch Nikotin-Kaugummis gekauft. Und mal schauen, ob das funktioniert. Das Problem ist, bei denen kann ich eigentlich in der ersten Woche noch rauchen, soviel ich weiß. Aber bei denen kann ich auch, wenn ich will, aber dann wird es mir übel. Das heisst, wenn ich jetzt die anfange zu nehmen, dann ich darf nicht mehr rauchen. Das heisst, ich müsste eigentlich jetzt aufhören rauchen. Und ich weiß nicht, ob ich das kann. Ist nicht einfach, aber ich versuche es mal. Und meine Krankenkasse übernimmt Champix. Aber rate mal, wie viel die Packung für einen Monat kostet. Schreibt das als Kommentar rein, wie viel eine Monatspackung Champix kostet. Tschüss.